Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Büttner und Frau von Haarlem, nochmal recht herzlichen Dank. Das war ein zweites Thema der frühkindlichen Bildung, was ganz unmittelbar im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt steht, uns jetzt explizit nochmal mit der Kindertagesbetreuung heute hier beschäftigen können. Und ich gebe Ihnen recht, dass wir eine lebhaftige Debatte oder nicht lebendige Debatte dazu geführt haben und die große Anfrage, damals gerichtet von der FDP-Fraktion, uns, glaube ich, sehr viele detaillierte Informationen zu diesem Tagesthema überhaupt geliefert hat, die uns, glaube ich, bisher sonst nur sporadisch aus einzelnen Kreisen oder aus Fachgesprächen, die die einzelnen Fraktionen geführt haben, zur Verfügung gestanden haben. Und Sie haben all die Befunde ein Stück weit belegt, die uns so stückweise zur Verfügung gestanden haben. Sie haben allerdings heute versäumt, Herr Büttner, darauf hinzuweisen, welche gute Entwicklung die Kindertagespflege in Brandenburg genommen hat. Und wir müssen ja auch immer sagen, woher kommt die Kindertagespflege? Sie kommt eigentlich traditionell aus einer Nachbarschaftshilfe heraus, hat die sich entwickelt. Und in Brandenburg besteht sie seit 2002 und sie hat sich praktisch von null auf Bundesdurchschnitt von 14,4% Anteilen entwickeln. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall den Kindergärten oder den Kindertageseinrichtungen gleichzustellendes Angebot zu deuten, nicht nur zu deuten, sondern ist der Beleg dafür erbracht. Und trotzdem ist Kindertagespflege eine besondere Form der Kindertageseinrichtung. Sie hat nämlich den familienähnlichen Anspruch zu erfüllen. Und ich glaube, das ist doch genau das, was sich diejenigen aussuchen, wenn sie auf Kindertagespflege reflektieren. Außer es gibt ja auch manchmal den nicht gewollten Ausgleich, dass manche Träger der Kinder oder der Verantwortung, die den Rechtsanspruch zu erfüllen haben auf Kindertagespflege, manchmal auf Kindertagespflege ausgewichen sind, wenn sie vielleicht in Kindereinrichtungen nicht genügend Plätze von 0 bis 3 Jahren vorweisen konnten. So ist vielleicht auch zu erklären, dass die Tendenz jetzt der 0- bis 3-Jährigen, die sich in Kindertagespflege befinden, wieder leicht rückläufig ist, weil ja auch Brandenburg mit dem U3-Ausbauprogramm sehr gut vorangekommen ist und doch zukünftig das neue U3-Ausbauprogramm vorantreiben wird und nutzen wird. Und da wird es in so manchem Berliner nahen Bereich vielleicht weniger Kindertagespflege zukünftig geben, wenn ich gerade daran denke, dass zum Herbst in Fredersdorf-Vogelsdorf wieder eine neue Kita in Betrieb gehen wird. Und vielleicht ist dann Kindertagespflege im gewissen Umfang nicht mehr erforderlich. Das ist eine Tendenz, die wir auch nicht unbedingt zu beurteilen haben, sondern das müssen die Landkreise und kreisfreien Städte mit sich selbst ausmachen. Sie kennen am allerbesten den Bedarf und Sie wissen auch ganz genau, wo Sie den Ausgleich entsprechend herbringen müssen. Und Frau von Haarlem wird sicherlich nachher auch noch mal darauf eingehen, dass es wichtig ist, hier einen landesweiten Rahmen zu schaffen. Grundsätzlich sage ich Ihnen, bin ich auch da an Ihrer Stelle. Aber Herr Büttner, Sie haben nicht verraten, wie Sie das Thema Konnexitätsprinzip tatsächlich ausschließen wollen. Die Antwort sind Sie ein Stück weit schuldig geblieben. Und nach der Verkündung des Landesverfassungsgerichts zum Thema Kita-Finanzierung, die ich mir selber persönlich mal angehört habe, glaube ich nicht, dass es so einfach sein wird, wenn wir einen landesrechtlichen Rahmen vorgeben, der eine Erhöhung von Sätzen vorschreibt oder anspricht, dass dann die Träger darauf verzichten werden, sich von uns den finanziellen Ausgleich für diese Angelegenheit zu holen. Also da bin ich nicht ganz so blauäugig wie Sie und denke schon, dass wir weiterhin die erfolgreiche Praxis sowohl in der Ausbildung, das darf man nicht vergessen, die hat Brandenburg, glaube ich, auch sehr gut gemeistert und war hier auch für andere ein Vorreiter, wenn es um das 160-Stunden-Programm gegangen ist, dass wir da nie nachgelassen haben. Und wenn es um das Thema der Zusammenarbeit und der Beratungsangebote geht, dann würde ich Ihnen empfehlen, mal auf die Internetseite des MBJS zu gehen. Da sind Fachforen geschalten. Und da werden genau zu vielen Fragen, die Sie angesprochen haben und die ich auch noch als offene Baustellen betrachte. Und das ist das Thema der Vergütung, der Urlaubsansprüche, der Fortbildung und natürlich auch der Kooperation von Kindertageseinrichtungen. Dazu werden dort Auskünfte gegeben, aber dazu haben wir auch noch weiterhin Handlungsbedarf. Und da sind wir alle gefordert, uns einzubringen auf kommunalpolitischer Ebene bei den Landkreisen, um die Interessen der Kindertagespflege dort entsprechend zu berücksichtigen. Aber trotzdem verweisen
weigert sich das Land Brandenburg überhaupt nicht, hier auch als Moderator in diesem Prozess mit einzugreifen und mit all seinen Kenntnissen, die für die Kindertagespflege angesammelt worden sind, mit einzugreifen und dort die Entwicklung weiterhin positiv voranzutreiben. Vielen Dank.